Ja, hallo liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich beim Qualifying hier in Frankreich, Le Castellet. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich mal auf die Strecke. Bevor hier wieder alles voll ist, um unsere Runde mal hinzubrettern. Ja, mit dieser Zeit gehen wir gleich mal zurück an die Box. Jo, also wir stehen mal zuvorderst. Dann der 35.321. Ja, Ricciardo ist im ersten Sektor schneller gewesen. Ich mach mal sicherheitshalber hier noch einen neuen Satz drauf. Dass wir dann nochmals raus müssen. Die Startreihen, das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Der Falke, Raikkonen und Lewis Hamilton.
Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Schauen, es gibt sicher wieder ein Interview. Ja. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Das war eine tolle Qualifying-Session. Fühlen Sie sich sicherer, wenn Sie vor dem Hauptfeld starten? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Danke für den Kommentar. Ja, in der Rivalität sind wir klar vorne. Oh, wir haben... Ja. Eine sehr gute Bewertung besetzt. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Jeff, Zeit, dass ich die ganze Vorbereitung bezahlt mache. Vorsicht in der ersten Kurve. Nicht, dass du in der Runde 1 schon wegen einem Flügel in den Box musst. Ich halte dich wie immer auf dem Laufenden und wenn du etwas Bestimmtes wissen willst, dann erreichst du mich jederzeit über Funk. Jeff. Ja, die Regenbedingungen sind eigentlich trocken, einfach bewölkt, aber trocken. Okay, hier Vertragswert, mein Wert, der ist ziemlich viel höher. Ja. Denk daran, dir mittels des Rivalitätsbildschirms am Arbeitsplatz einen Rivalen zu suchen. Ein gutes Abschneiden verschafft dir Respekt und uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Okay, wir können hier unseren neuen Rivalen wählen. Lewis Hamilton oder Daniel Ricciardo stehen zur Auswahl. Ich würde das mal jetzt einfach mal bleiben lassen. Und zuerst haben wir ja noch unseren Teamkollege. Weil ich ja laufend eigentlich noch die Schwierigkeitsstufe erhöhen möchte. Deshalb mache ich das jetzt noch nicht. Okay, hier können wir nichts verstellen. Ich schaue mal hier noch rein. Das mal aussieht. Respektive das nicht. Chassis mal gut, ja. Beim Antrieb mittelmäßig. Da können wir jetzt eigentlich das noch entwickeln. Was ich jetzt eigentlich glaub mal noch machen, bevor es nämlich noch teurer wird. Da sollten sie dran sein. Genau. Und da haben wir eigentlich nichts. Gut. Dann haben wir hier ja eigentlich alle Updates. Ich hoffe, eines dieser funktioniert diesmal. Bis zur nächsten Session am Ende von Österreich. Wäre jedenfalls mal cool. Dann könnten wir wahrscheinlich auch rausholen mit den Updates. Ja, und hier sollten wir wahrscheinlich dann noch... kann ich die noch wechseln, ohne dass wir eine Strafe kassieren?
Möchtest du diese Komponente in dein Auto einbauen? Für diese Auktion gibt es keine Strafe. Jawohl, machen wir doch. Keine Strafe. Nee, das müsste ich jetzt eigentlich nicht machen. Der hier müsste ich mal noch einbauen. So. Gut. Sehen wir um 4 Uhr beim Rennen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und einen schönen Samstag. Tschüss!